So, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein neues Video in alter Frische. Wir schauen uns heute von Spiegel TV an Waffenkontrolle am Bahnhof. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, Spiegel TV strikt das nicht weg, wie das Fahrrad-Hauptmeister-Anzeigenmeister-Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Das Ganze ist eine Offstream-Reaktion. Wir haben es 23.39 Uhr auf dem Mittwoch. Ich habe eben Champions League geguckt und wir gehen rein. Das Video ist heute rausgekommen. Let's go. Freitagnacht in Berlin. Alltag auf drei Bahnhöfen. Hey, du fässt mich nicht. Nein, du fässt mich nicht. Nein, du fässt mich nicht. Schlagstock, ne? Den hatte der Herr in seiner Handtasche mitgeführt. Und Festnahmering. Okay. Das ist ein Schlagring, den stülpt man so über die Finger rüber. Nachttäter, Taschendiebstahl, gefährliche Körperverletzung. Schlagring und Schlagstock sind so Sachen, die man definitiv nicht dabei haben sollte. Prinzipiell sollte man insgesamt keine Waffen dabei haben. Ja, so ein Schlagring, wie man den da gerade gesehen hat, so ein Schlagring oder auch einen Schlagstock, sind einfach Dinge, wenn du die mit dir führst und vor allen Dingen auch einsetzt, egal ob in einer Situation, wo du dich selbst verteidigst oder nicht, das, boah, ihr seht das Ding da gerade, schlag damit mal jemanden ins Gesicht, Notwehr oder nicht. Lasst bloß die Finger von so einer Kacke. Nachttäter, Taschendiebstahl, gefährliche Körperverletzungsdelikte, Handyentreise. Die bricht gleich zusammen, die hat eine tödliche Krankheit. 9 Stunden unterwegs mit der Bundespolizei. Mhm. Ein Einsatz, der am Nachmittag beginnt. Ich liebe solche Dokumentationen, ne? Ich hoffe, ihr habt ein kühles Getränk und was zu essen in der Hand. Nach 16 Uhr. Fertig machen für die Nachtschicht am letzten Freitag im März. Bei der Einsatzbesprechung geht es um Waffen, Messer und einen toten Kollegen. Gestern gab es den Vorfall am Bahnhof Nürnberg, wo der 30-jährige Kollege da in einer Streitigkeit reingeraten ist, einen Faustschlag aufs Auge bekommen hat. Das an sich erstmal noch nicht so schlimm erschien, aber er dann beim Arzt zusammengebrochen ist und dort verstorben ist. Also seid da bitte ein wenig sensibilisiert, passt auf euch auf. Eigensicherung, ganz wichtiges Gut heute. Ja, das ist natürlich unfassbar traurig. Ich weiß, einige, die das Video auch schauen, haben einen gewissen Hass gegen Polizei in sich. Ich kann da immer nur wieder sagen, in jedem Berufsfeld gibt es Arschlöcher, auch bei der Polizei. Aber auch der junge Mann, der da am Bahnhof verstorben ist durch einen Schlag ins Gesicht, ist eventuell Vater und Sohn. Und das ist unfassbar traurig. Und also, das geht gar nicht. Ne? Ich möchte, dass wir alle wieder gesund zurück nach Hause kommen nachher. Ja, wer möchte das nicht? Auf verschiedenen kriminalitätsbelasteten Bahnhöfen soll heute kontrolliert werden. Entsprechend ist die Vorbereitung. Digga, die haben aber einen dicken Loadout eingepackt, Alter, holy shit. Körperschutzausstattung, die unseren Körper halt nochmal mit so einer Art Panzerung schützt vor Trittenschlägen, Bewurf. Weil es auf Bahnhöfen vor allem an Wochenenden ständig zu Auseinandersetzungen kommt, hat die Bundespolizei eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Gefährliche Gegenstände sind heute verboten. Natürlich. Darunter auch Messer ab 6 cm Klingenlänge, Äxte, Eispickel, Schraubendreher, Meißel, Brecheisen, Schlagringe. Was das Partyvolk ebenso dabei hat. Das Ganze gilt ab 18 Uhr für 9 Stunden. Also ich bin da offen und echt zu euch, in jüngeren Jahren hat man auch mal gerne was mitgenommen, sei es jetzt ein Schlagstock oder auch ein Schlagring oder Quarzhandschuhe, also für die Leute, die nicht wissen, was es ist, Quarzhandschuhe sind Handschuhe mit Sand gefüllt, also mit Quarz besser gesagt. Ja, Messer und so habe ich zum Glück nie nie benutzt. Bin ich unfassbar froh, weil das hätte mein Leben in eine absolut negative Richtung beeinflussen können und auch die meines Gegenübers. Also ich war jetzt nie ein krasser Motherfucker, aber ich war halt bereit, Gewalt einzusetzen. Ich bin so froh, dass da bis auf Platzwunden in Schlägereien beim Kontrahenten oder bei mir geplatzte Lippe oder blutige Nase oder blaues Auge nie was Schlimmeres passiert ist. Und ich bin wirklich unfassbar froh auch, dass ich jetzt mittlerweile als erwachsener Mann von mir sagen kann, dass Gewalt wirklich überhaupt keine Rolle in meinem Leben spielt. Ich finde Gewalt, also ich möchte es einfach nicht. Also ich habe da gar keine Lust mehr zu. Klar, wenn jetzt eine Situation kommen sollte, wo ich mir wirklich nicht anders zu helfen weiß, dann soll es so sein. Aber ansonsten sollte man immer jedem Streit, jeder Gefahr, jeder Auseinandersetzung aus dem Weg gehen. Egal, ob man sich provoziert fühlt oder jemand was gemacht hat, was einem stinkt oder die Mutter beleidigt hat oder whatever. Ich weiß, das hört sich immer in der Theorie leichter an als in der Praxis, aber ja, wie man gerade gehört hat, ne? Ein Schlag, egal ob jetzt gegen den Polizisten oder gegen jemanden normalen, also keinen Polizisten, ein Schlag, den du setzt, kann dein ganzes Leben und das Leben der Liebenden, die ihn geliebt haben oder die ihn lieben, komplett verändern, ne?
Ein Schlag kann reichen, um dein Leben kaputt zu machen und das Leben von deinem Gegenüber. Der muss ja nicht mal sterben. Der muss ungünstig hinfallen mit dem Kopf nach hinten und für immer dann irgendwie ja, Folgeschäden, Hirnschäden, Querschnittsgelähmt, whatever. Also Gewalt, distanziert euch bitte von Gewalt. Macht sowas nicht. Macht keinen Quatsch mit Soße. Wirklich, das lohnt sich einfach nicht. Das ist einfach unfassbar dumm. Der Bahnhof Ostkreuz ist einer von drei Schwerpunkten. Die Zielgruppe. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist. Ich weiß es manchmal. Ja, auch ich lasse mich immer noch mal wieder ab und an provozieren und kriege einen Puls. Aber es fühlt sich im Nachhinein immer besser an, keine Gewaltsituation gehabt zu haben. Keine Situation, wo man sich mit jemandem körperlich auseinandersetzen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Männlich zwischen 15 und 35. Wir wollen einmal eine Identität feststellen. Das bedeutet, irgendwo, wo euer Nachname, Vorname und euer Geburtsdatum draufsteht. Jetzt mal noch die Witze abnehmen. Ich muss sagen, sind Sie eindeutig? Ganz normales Taschenmesser jetzt in dem Fall. Nach heutigem AGV können wir es einsammeln, präventiv. Also ich verstehe schon den Sinn zwischen einer langen Klinge und einer kurzen Klinge. Aber wenn jemand Quatsch machen will, reicht auch so ein kleines Messer mit 6 cm Klinge oder 5 cm Klinge. Ich würde noch einmal schnell in die Taschen reingucken, wenn das. Und ich finde es auch gut. Also ich sage euch ehrlich, einige von euch werden mir da jetzt nicht zustimmen. Bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Aber ich finde gut, was die Polizei da macht. Keiner von uns hat da draußen Lust, irgendwie von irgendeinem Idioten, der vielleicht einen getrunken hat oder so, ja, auf einmal angegriffen zu werden mit einer Waffe. Also prinzipiell gar nicht, aber mit einer Waffe ist natürlich noch viel schlimmer. Unten neben dem Bahnhof werden die Fälle der Nacht abgearbeitet, Protokolle geschrieben, Beweismittel sichergestellt. Oben auf einem der Bahnsteige versucht ein Hertha Hull, die Machtfrage zu stellen. Der Ton ist entsprechend. Hey, du fährst mal einen Schritt zurück. Nein, du fährst mich nicht. Nein, du fährst mich nicht an. Einen Schritt zurück. Fährst du mich an? Hören Sie mal zu, wir sind hier in der Kontrolle. Interessiert mich. Nein, Moment. Ja, ich pack's weg. Dann packen Sie weg. Ich werde nicht angefasst. Du, vor allem du nicht. Du. Gehen Sie mal zurück jetzt. Eine Maßnahme. Fest mich nicht an. Was? Ja, das ist einfach unnötig von dem. Ich verstehe natürlich, was er jetzt bewirken will, aber auch er als erwachsener Mann sollte wissen, dass egal, ob er krass ist, egal, ob er Kraft hat, sieht kräftig aus, gegen Polizei machst du nichts. Ne? Und sein Arm wäre wesentlich entspannter, wenn er sich einfach umdrehen würde und gehen würde. Dementsprechend merkt man aber, sein Pegel ist relativ hoch. Ne? Kamera ist da, einen auf dicke Hose machen, bei den Kumpels hat abgefeiert, aber ist unfassbar sinnlos. Entfernen Sie mal jetzt von der Maßnahme. Digga, weil ja, du hier ein 10 cm irgendwie einen Schuh an hast. Ja, das war nicht mal. Nee, Moment, bei einem Hertha-Spiel bumst dich nicht weg. Ja, aber nicht beim Hertha-Spiel. Halt's Maul. Hallo, nicht so. Der Mann bekommt einen Platzverweis, muss den Bahnhof verlassen. Bei einem Hertha-Spiel bumst ich dich weg. Jeder so, wie er Lust hat im Leben, wenn das seine Aufgabe im Leben ist, einen auf dicke Hose vor der Polizei zu machen. Kann ein krasser Typ sein, aber gegen Polizei machst du nix, Digga. Lassen und kann nach Hause laufen. Nicht immer gewinnt der Stärkere. Genau in die Zielgruppe passt dieser Jugendliche. Er wurde eben auf dem Bahnhof kontrolliert. Mit Erfolg. Für die Polizei. Pfefferspray und ein Messer. 15 Jahre, minderjährig. Allein im vergangenen Jahr kam es zu fast 4000... Also eins muss ich sagen, Pfefferspray kann ich sogar noch nachvollziehen, dass Leute das in der Tasche haben. Pfefferspray ist jetzt ja nicht unbedingt etwas, womit du deinem Kontrahenten auf Langzeit schadest oder in Lebensgefahr bringt. Ich habe selber zweimal Pfefferspray im Gesicht gehabt und kann aus eigener Erfahrung sagen, das Zeug ist unfassbar effektiv. Also Pfefferspray im Gesicht zu haben ist richtig scheiße. Der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich auch leider schon mal die Erfahrung gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, wie sich mit der Legalität und ähnliches, wie das da ist. Aber wenn ich auch mir mal was einstecke in einer Situation, wo ich denke, es könnte bremslich werden, wäre es definitiv Pfefferspray. Gegen Pfefferspray machst du nichts. Da kannst du auch so dicke Eier haben. Wenn du das ins Gesicht bekommst, bist du erstmal weg. Gewaltdelikten im Einsatzgebiet der Bundespolizei. Was sagt er, warum er das mit hat? Hat sich dazu noch nicht geäußert. Ja. Hat aber gleich gesagt, dass er hat, ne? Also beim Ansprechen hat er zugegeben, dass er Waffen dabei hat. In Berlin ist unter Jugendlichen das gegenseitige Abziehen längst Volkssport. Inklusive Aufrüstung. Mhm. Keine Ahnung. Selbstverteidigung so. Man hat auch kein Messer dabei, oder? Ja. Ist halt so jetzt. Was ja, traurig, ne? Erklären? Ich will es ja verstehen. Ja, kann ich nicht erklären. Hab's einfach beigehabt und ja. Alles zusammen ergibt eine Ordnungswidrigkeit. Ja, ist halt einfach traurig, ob er jetzt das Opfer oder der Täter ist, sei mal dahingestellt, aber es ist eigentlich schon traurig, dass so ein 15-Jähriger sagt, ja, ist halt so, ne, Selbstverteidigung. Also Pfefferspray, wie gesagt, kann ich in einer gewissen Art und Weise noch nachvollziehen, aber ein Messer dabei zu haben, ist schon, mit dem Messer brauchst du halt einen Stich, einmal, egal ob bei Selbstverteidigung oder bei Angriff, einen Stich und dein Kontrahent kann
sofort sterben, innerhalb von kürzester Zeit. Eine Hauptschlagader, also eine Arterie, eine am Hals oder am Oberschenkel, und der verblutet innerhalb kürzester Zeit vor deinen Augen. Da machst du nichts. Ich kann mich da nur wiederholen, als etwas älterer Mensch mittlerweile, an alle meine jungen Zuschauer, ich weiß, einige von euch gucken diese Videos auch und ihr habt auch ein Messer dabei. Lasst es einfach zu Hause. Lasst es einfach zu Hause. Wirklich. Tut mir bitte einen Gefallen. Lasst das Messer zu Hause. Seine Eltern werden informiert. Bundespolizisten einer Einsatzhundertschaft sind derweil am Alexanderplatz und am Bahnhof Gesundbrunnen im Einsatz. Informationen, ein Deutsch, männlich, kontrolliert nach AGV, dann Fluchtversuch mittels einfacher körperlicher Gewalt unterbunden. Am Gleis 3 Kontrolle von mehreren Jugendlichen. Mhm. Erstmal Ausweise zeigen, wer hat. Ist hier irgendwas Gefährliches dabei? Ein Messer oder sowas? Ja? Kann ich mal bei dir in die Tasche reingucken? Ja? Die heute geltende Allgemeinverfügung ist wesentlich strenger als das Waffengesetz. Du, das ist hier auch nicht erlaubt heute. Das müssen wir dir abnehmen. Das ist nicht erlaubt. Das ist ein Schlagring, ne? Ja. Ja. Ist noch was anderes Gefährliches dabei? Tja. Sag's lieber gleich. Überleg mal nur genau. So, dreh dich mal um. Gras, ja, Marihuana. Linke Hosentasche hin. Oben am Bearbeitungswagen wird gerade der letzte Fund bei einem anderen Jugendlichen ausgewertet. Ein sogenanntes Neck Knife, ein Nackenmesser. Klingenlänge 8 cm. Das kann man sich um den Hals hängen. Er hat es einfach nur in der Tasche gehabt. Also es waren auch genau die Leute, gegen die sich unsere Kontrollen richten. Jugendliche sind das, die halt dann traurig, vermehrt diese Waffen, traurig, dass so viele Gegenstände dabei haben, dass die so um viel fündig werden. Einzusetzen, ne? Also wenn die Klinge natürlich im Körper steckt, natürlich kann das gefährlich werden. Ne? Er hat auch noch die Aussage getätigt, dass er damit jemanden noch abstechen würde. In der Haupthalle sind zwei Jugendliche aufgefallen. Das hört man gerne. Bekannte, wie es scheint. Jetzt laufen wir an der Kontrolle vorbei, jetzt stelle ich fest. Da muss man sich auch mal vorstellen, wie unfassbar dumm manche Menschen sind. Ne? Die Polizei kontrolliert dich, findet ein Messer und du sagst, ja, damit steche ich auch jemanden ab in der Not. Nicht in der Not, aber damit steche ich auch jemanden ab. Also, weiß nicht, Digga. Das ist schon traurig. Dass die beiden zumindest schon aus Ermittlungsverfahren in der Vergangenheit bekannt wurden. Nachttäter, Taschendiebstahl, gefährliche Körperverletzungsdelikte, Handyentreise. Und der andere, der jetzt daneben steht, meine ich, haben wir noch eine Akte auf dem Tisch beim Ermittlungsdienst, der aktuell unbekannt ist. Und jetzt bin ich groß daran interessiert, um in Erfahrung zu bringen, wer dann der zweite Begleiter ist von dem. Aber ist bestens polizeilich bekannt, auch unsere Dienststelle persönlich. So richtig beeindruckt sind die beiden Nachwuchsgangster von der Kontrolle offenbar nicht. Zurück zum Osten. Ja, da fehlt halt, das muss man traurigerweise sagen, oftmals einfach der Respekt vor den Ordnungshütern. Ne? Das wird überhaupt nicht respektiert und auch gar nicht wahrgenommen, dass das der Arm des Gesetzes ist. Da wird belächelt und wird als cool abgestempelt, wenn man da aufmüpfig wird und frech wird. Ja. Das ist sehr traurig. Kreuz zur sogenannten mobilen Kontrolle. Man muss ja nicht mit der Polizei bester Freund sein, aber Respekt vor insgesamt auch älteren Menschen und dann noch vor der Polizei sollte immer vorhanden sein. Wenn die einem gegenüber unhöflich sind oder so, dann halt mal die Schnauze, macht das Nötigste und geht wieder. Kontroll- und Überwachungseinheit, kurz MKÜ. Seit 3 Stunden läuft der Einsatz. Am Gleis 7 fällt ein Pärchen auf. Die Pupillen starr, beide laut und ziemlich high. Bei dem Mann findet sich Gras. Fass mich nicht an. Ja, das hat sich ja zum Glück erübrigt jetzt. Nee, soll ich meinen Anwalt rufen oder was? Das könnt ihr gerne machen. Sag mal, jetzt reicht's ja hier. Lass mich los. Hallo, du bist mein Freund. Das ist doch meine Frontstadt, was, Mann! Die bricht gleich zusammen, die hat eine tödliche Krankheit! Alles gut, keiner für seine. Nein! Komm runter! Hallo, ey, wir waren bis gerade cool, komm runter jetzt! Wir waren bis gerade cool, komm runter! Fahr dich runter! Dann soll er mich nicht anfassen! Dann geht's die Treppe runter, was nicht so einfach ist und dauern wird. Ey, Anzeige ist raus! Und am Bearbeitungswagen steht einer, der auch nicht kampflos durch die Nacht will. Warum hat man einen Schlagring dabei? Ich will dazu nicht äußern. Nee? Aber bist ja nicht typisch, oder? Ich will dazu trotzdem nicht äußern. Zurück zur Treppe.
Ja, der ist halt komplett high, Digga. Der ist fernab von klaren Verstand. Von euch Polizei kann meine Frau sterben! Nein! Ich hab Angst um meine Frau, Mann! Guck mal hier, ey, guck mal! Hier. Danke! Ich muss aber sagen, dass ich verhältnismäßig finde, dass die Polizei da noch relativ entspannt vorgeht. Also das hat man auch schon härter gesehen. Ich glaube, die Polizei weiß schon da in der Situation, dass der nicht klar bei Verstand ist, schätzen ihn, glaube ich, bis jetzt auch nicht als Gefahr ein. Also, ja. Das ist Spanisch und bedeutet Sohn. Die Person wird jetzt erstmal durchsucht, ob er noch weitere Betäubungsmittel, sonstige Gegenstände dabei hat. Dann werden die Personalien überprüft und wenn das der Fall ist, dann wird ganz normal die Anzeige wegen den Betäubungsmitteln geschrieben. Und wenn die hoffentlich wieder fallen gelassen wird. Im besten Falle wieder gehen, es sei denn natürlich die fahndungsmäßige Überprüfung ergibt irgendwelche anderen Informationen. Genau, auch, ja. Und jetzt, es ist ja noch nicht zu Ende. Wir werden sehen, was da rauskommt. Hey, ich rufe gerade meinen Anwalt an. Hallo. Aber nicht mit den Händen in mein Gesicht, ja? Sorry, dass meine Frau das Handy um der Hand, um den Hals hatte. Der Beschuldigte ist angeblich ohne festen Wohnsitz, hat auch keine Papiere dabei. Anzeige folgt, dann darf er gehen. Mit seiner Frau. Ja, der Mann hat ja gesehen, er hat relativ dicke Tüte, dicke Hose. Hier kreuzen mehrere Fern-, S- und U-Bahnlinien. Entsprechend viele Menschen sind unterwegs. Du kannst gucken, ich habe Pistole, ich habe vier Messer, ich habe gar nichts dabei. Mach sie mal beruhig dich mal wieder. Das macht nichts. Du zapp Geld von ihm. Geil. You have a lot of mobile phones with you, huh? Eine Stunde her, unten in der U-Bahn ist das passiert. Nicht alle Angelegenheiten lassen sich klären. Ganz am Ende einer, der exakt im Raucherbereich ein Zigarettchen schmaucht. Unten auf der Jacke, A-Cap, All Cops are Bastards. Schönen guten Abend. Die Bundespolizei, nicht erschrecken. Haben Sie einen Ausweis für uns dabei? Das heißt nicht All Cops are Bastards, das heißt All Colors are Beautiful. Ich bin gerade dabei, mich um Ausweis alles zu kümmern. Nichts dabei. War jetzt eine ganze Weile lang obdachlos. Mein Betreuer hat sich jetzt um den Wohnheimplatz gekümmert. Ich habe jetzt erst seit zwei Monaten jetzt einen Wohnheimplatz. Okay. Hartz IV ist jetzt auch erst durchgegangen, deswegen bin ich jetzt dabei, mich um alle Sachen zu kümmern. Die Gesinnung im Herzen und auf der Jacke. Irgendwas mit Nazis, Anarchie, Fuck und Cops. Warum auch nicht? Ist alles in Ordnung soweit? Auch wenn ich Ihre Jacke persönlich sehr fragwürdig finde, aber das ist meine persönliche Meinung, ja. Okay, ansonsten ist alles in Ordnung. Schönen Abend dann Ihnen, ja? Auch, danke schön. Ja. Ciao. Oh, war doch harmlos. Früher war irgendwie mehr Punk auf dem Highway to Hell. Seit 6 Stunden läuft jetzt der Einsatz. Am Bahnhof Ostkreuz wird es ruhiger. Es ist kalt. Reisende auf dem Weg nach Hause. Auf den ersten Blick unverdächtig. Auf den zweiten nicht mehr. Was haben Sie in Ihrer Tüte da drin? Was ein Geschenk für meine Oma, Döner. Ich bin auch nur sehr müde, so ich wollte jetzt einfach nach Hause gehen. Daraus wird nichts, wie sich gleich rausstellen wird. Erstmal Kontrolle. Der Mann hat ein Tierabwehrspray dabei. Heute auch verboten. Ah, okay, also jetzt verstehe ich es. Es ist prinzipiell nicht verboten, Pfefferspray dabei zu haben, glaube ich zumindest. Ich will jetzt keinen Quatsch reden, aber um diese Uhrzeit zur Sperrstunde, sowas haben wir auch auf dem Kiez und so. Zu der Uhrzeit an dem Bahnhof ist es nicht erlaubt, verstehe. Was her? Ja, das habe ich original im Gewicht gefunden. Hört sich an wie eine gute Ausrede, ne? Stimmt. Und dann sind da noch verdächtige Gegenstände und Substanzen. Koks, Crystal Meth. Aber das sind nicht seine größten Probleme. Oh. Wir haben hier in dem Kartenfach Restanhaftungen von vermutlich Betäubungsmittel ähnlicher Substanz innenliegend am Personalausweis dran gehabt. Dazu eine Dose mit Betäubungsmittel suspekter Substanz. Entsprechendes dumm gelaufen, Material zur Verwertung dieser Substanzen. Und dann ist die Person ausgeschrieben zur Festnahme wegen Betrug. Eine Nacht. Ja, mit dem Kuchen von Oma und ganz müde nach Hause geht's aber nass, ja. Schicht wie viele in der Hauptstadt. Nichts Besonderes ist passiert, zumindest heute. Die Kurven in der Kriminalitätsstatistik steigen trotzdem. Hier haben wir einen Schlagring, hier das Grobschlagstock, ein Einhandmesser, ein Pfefferspray. Das müsste eine Ordnungswidrigkeit sein, da es noch nicht als Springmesser gilt. Ich guck
und Gras. Hm. Weil 3 Tage später jedoch das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung in Kraft tritt, werden die Verfahren laut Staatsanwaltschaft alle eingestellt. Vernünftig. Habe ich da sogar Spraydosen, habe ich da auch. Da wollte wohl jemand noch mal ein paar Fahrräder lackieren, Digga. Die Asservate der Nacht werden im Pausenraum präsentiert. Mhm. Wer hat denn gewonnen? Ja, ganz eindeutig die MKÜ. Die haben einfach einen anderen Einsatzraum gehabt. Ja, ist halt, da war halt mehr zu holen am Ostkreuz. Ist halt nur mal so. Dann noch ein Foto für die sozialen. Ich muss sagen, ich fand die Dokumentation sehr angenehm, gute Polizeiarbeit und ich finde es auch wichtig und richtig. Jeder hat natürlich andere Beweggründe, solche Gegenstände mit sich zu führen, aber ich bin froh und fühle mich auch sicher auf den Straßen, wenn weniger Waffen auch in den Taschen von den Leuten sind. Und wie gesagt, auch an meine jüngeren Zuschauer da draußen nochmal, lasst einfach den ganzen Scheiß zu Hause oder schmeißt es am besten in den Müll. Geht jeglichen Stress aus dem Weg. Es lohnt sich einfach nicht. Geht Stress aus dem Weg. Der Klügere gibt nach. Geht einfach. Das lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich einfach nicht und es kann ganz schnell von einem auf den anderen Moment euer Leben zerstören und das Leben von eurem Gegenüber. Gewalt ist keine Lösung und bringt euch im Leben nicht weiter. Lasst es einfach. Besser ist es. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Allerbeste Grüße. Lasst euch gut gehen. Kuss auf die Nuss. Ciao, ciao.